In diesem Abschnitt wollen wir uns mit einer der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre beschäftigen, den Transformer-Architekturen und dem Attention-Mechanismus. Auch wenn dieses Jahr auch eigentlich von Google wieder ein Paper rausgekommen ist, wo sie Attention ersetzen, das wir auch ja, in den nächsten Einheiten dann einmal betrachten werden. Transformer versuchen eine große Schwäche der rekurrenten Netze auszugleichen. Denn diese sequentielle Verarbeitung der rekurrenten Netze ist gleichzeitig irgendwo deren Stärke, aber auch deren größte Schwäche. Denn ich kann sie danach nicht mehr gut parallelisieren. Ich muss ein Token nach dem anderen verarbeiten, den entsprechenden Ebenen alle durchlaufen von meinem Netzwerk, bevor ich den nächsten Schritt machen kann. Ich kann das dadurch nicht sehr gut parallelisieren und meine Laufzeit hängt sehr stark von der Länge von meinem Text ab. Wir möchten also gerne eigentlich eine Methode haben, die sich besser über die ja, Worte in dem Dokument parallelisieren lässt, gerade wenn wir irgendwann längere Texte verarbeiten oder eben erzeugen wollen. Und Transformer schaffen das genau. Transformer-Architektur und der Mechanismus dahinter ist der sogenannte Attention-Mechanismus. Die Idee ist, dass ich an sozusagen jeder Position alle Worte betrachten kann, aber sie werden eben über den Attention gewichtet. Das heißt, manche Worte schaue ich zu diesem Zeitpunkt stärker an und andere weniger. Dann kann ich es aber parallel berechnen. Wenn ich immer alle anschaue, habe ich nicht mehr diese sequentielle Abhängigkeit, die zu der, ja, Performance-Engpass letztlich von den älteren Architekturen geführt hat. Es kommen hier noch ein paar kleinere Sachen mit rein. Also man braucht immer Attention- und Feed-Forward-Netze. Man macht das Ganze mehrschichtig in den frühen Ansätzen bereits in 6 Ebenen. Und was hier auch noch gemacht wurde, ist, dass die Ausgabe hier jetzt in einem Übersetzungsbeispiel dann gerne absichtlich um eines nach hinten verschoben ist, vorne ein Platzhalter-Token eingefügt wird, gerade auch beim Trainieren und auch bei der Ausgabe, damit so eine gewisse Latenz sozusagen eingebaut wird, dass sich das Netzwerk in einem Schritt überlegen kann, wo es hinschauen möchte und dann im nächsten Schritt diese Positionsinformationen zur Verfügung hat. Attention ist jetzt dieser Mechanismus auszuwählen, welche Worte relevant sind. Nicht alle Worte von meiner Sequenz sind gleich wichtig. Und auch bei dem rekurrenten klassischen neuronalen Netzwerk habe ich sozusagen eine stärkere Abhängigkeit immer von dem direkt vorhergehenden Wort. Das ist aber oftmals gar nicht das wichtigste Wort. Wenn wir diesen Satz, The dog played, was jetzt treu übersetzen wollen, der Hund spielte mit, dann ist das letzte Wort mit nicht so relevant. Interessant ist Hund und spielte. So, das heißt, da auf diese Worte müssen irgendwie mehr Achtung gelegt werden und gerade das Wort spielte ist jetzt hier das, das mir die höchste Vorhersagekraft hat, dort hinten das korrekte Wort vorherzusagen oder die korrekten Worte. Und das soll eben von der Intuition her dieser Attention-Mechanismus leisten. Bei dem Attention-Mechanismus multiplizieren wir die, ja, Beobachtungen und den Kontextvektor mit einem sogenannten Attention-Weight. Dieses Attention-Weight ist im Wesentlichen ein Softmax von der Formel, wie wir sie haben, über, ja, so eine nennt sich hier Alignment-Score. Also wie gut passt der Zustand von meinem Decoder zu dem Zustand von dem Encoder? Also in einem ähnlichen Zustand, dann bin ich vielleicht gerade bei relevanten Worten, sind sie in unähnlichen Zuständen, dann sind diese Worte im aktuellen Moment vielleicht weniger relevant. Genau, das wurde natürlich dann immer noch etwas modifiziert. Und was eine der sehr gängigen Techniken heutzutage dabei ist, ist die Scaled Dot Product Attention. SDPA. Da wird also diese Attention nochmal ein bisschen modifiziert. Es werden auch jetzt eben alle meine Anfragen gleichzeitig verwendet. Es wird ein Softmax verwendet. Allerdings ist dieser Softmax hier etwas abgeschwächt. Hier ist ein Skalierungsfaktor eingebaut, 1 durch die Wurzel aus der Anzahl meiner Werte.
hat seine Dimensionen. Das hat den Hintergedanken, dass das Softmax nicht zu extrem wird und er immer nur auf ein Wort schaut, sondern es wird eben abgeschwächt, dass wir an mehrere Positionen ja, hinschauen kann von ED Attention. Also Attention ist, er meint ja so eine Art Aufmerksamkeit. Das heißt, ich möchte, dass das Netzwerk an dieser Stelle auch auf mehrere Worte aufmerksam sein kann. Man nennt dann hier die eine Matrix meine Queries, das ist also die Eingaben, die ich habe, und die Keys ist das, was ich für relevant halte und suche über das Dot Product einfach, welche von denen jetzt wie ähnlich sind. Und das werden dann die Positionen, an die man in dem aktuellen Moment hinschaut. Die Ausgabe wird dann wieder mit einer Matrix von Werten multipliziert. Das sind oftmals dann wiederum die entsprechenden Keys. So, das Ganze macht man aber jetzt auch noch mehrmals. Deswegen der Begriff Multi-Head-Attention. Man erfasst mit einem einzelnen Attention meistens immer nur so eine einzelne Sache dann auch. Und wenn man das auf mehreren Ebenen mehrmals parallel macht, dann kann das Netzwerk eben lernen, auf unterschiedliche Aspekte aufzupassen. Das heißt also auch so Aspekte wie Plural oder welche Verben, welche Nomen spielen im aktuellen Satz eine Rolle, Negationen und derartiges. Das soll dann hier über mehrere Heads abgedeckt werden. Wobei man das natürlich nicht irgendwie explizit dann unbedingt steuert, sondern eben auch das Netzwerk irgendwo lernen lässt. Zum Teil kommen aber die Eingaben in mehreren Segmenten herein. Also hier in diesem Beispiel haben wir eben ja, Eingaben hier von V, K und Q, die jeweils mit eigenen Gewichten gematcht werden und mir damit im Prinzip drei solche Heads hier in diesem Sinne ergeben. Dadurch, dass das Netzwerk jetzt nicht sequenziell arbeitet, muss es aber immer noch irgendwo wissen, wo es sich denn eigentlich befindet, an welcher Stelle. Dazu bekommt es ein weiteres Signal rein. Und dieses Signal, das ist eigentlich eine vorberechnete Tabelle, die es immer sozusagen mitgeschickt kriegt mit seiner Positionsinformation im gewissen Sinne. Und um da etwas Platz zu sparen, wird das hier zerlegt in durch diese Sinus- und Cosinus-Schwingungen sozusagen, die wir haben. Wir sehen, wir haben auch immer ein konstantes Signal mit drinnen und dann durch eine unterschiedliche Frequenz. Mit jeder Oktave sozusagen halbiert sich die Frequenz, mit der dieser Cosinus dann schwingt. Und so bekommen wir eine Kodierung von der Position in eine ja, begrenzte Anzahl von ja, Vektorplätzen und das ganze Modell dann nicht zu groß werden zu lassen. Aber dadurch kann es eben auch auf diesen, zum Beispiel die Ähnlichkeit und damit die Ähnlichkeit von Positionen im Satz und derartiges berechnen. Wenn man diese Sachen dann zusammenbaut, kriegt man gerne so ein Bild raus wie dieses hier. Das ist so ein klassisches Transformer-Modell, klassische Transformer-Architektur. Wir müssen uns aber klar machen, dass jedes von diesen Kästchen wieder Tausende an Zellen enthalten kann und eine in der Regel Matrix-Multiplikationen mit eben dann ja, Millionen von Einträgen ja, benötigt oder durchführt. Wir kriegen unten diese Sinuswellen als Positionsbestimmung mit rein, die an die Eingabekodierung der Worte angehängt wird. Dann haben wir links einen Encoder, der uns einen Vektor daraus macht und einen Decoder, der uns dann die eigentliche Aufgabe dann erzeugt, zum Beispiel eine Prognose macht für Worte oder derartiges. Das nächste Wort vorhersagt, der nächste Satz vorhersagt und so weiter. Wir haben das Ganze nicht einmal, sondern wir haben jeden von diesen Blöcken auch wieder mal n-fach. Wir haben dort Multi-Head-Attention drin, die Sachen sind dann entsprechend gestapelt, es kommen tiefe neuronale Netze raus. So, an diesen klassischen Architektur wurde natürlich immer weiter geschraubt. Man kann die Änderungen und die Erweiterung dazu grob in drei Kategorien einteilen. Wir haben zum einen diejenigen, die sich mit dem Encoder auf der linken Seite beschäftigen. Das
Das sind also gerade Bird und seine verschiedenen Variationen. Albert, Distelbird, Elektra, Camembert und so weiter. Fnet wäre noch zu nennen als eine der neueren. Und umgekehrt auf der anderen Seite haben wir Varianten, die den Decoder erweitern oder verbessern. Dort sind zum Beispiel die GPT-2 und GPT-3 Techniken zu finden oder Transformer XL. Und es gibt Techniken wie XLM und Longformer T5, die versuchen, den Horizont, in dem sich dieses Netzwerk etwas merken kann, in dem es eine Aufmerksamkeit hat, zu erweitern, um konsistentere Ergebnisse zu bekommen. Und diese unterschiedlichen Sachen werden wir uns dann auch noch genauer anschauen.